Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, herzlich willkommen am Berliner Kudamm und Assalamu alaikum an alle. Wir sind am Trainieren heute und wir sind am Trainieren für verschiedene Sachen. Im letzten Video habe ich einen Wettkampf bestritten, diesen Wettkampf gewonnen und da habe ich euch verraten, dass ich diesen Grappling-Wettkampf als Vorbereitung für einen MMA-Kampf gemacht habe. Und diesen MMA-Kampf habe ich geplant direkt nach Ramadan. Den ganzen Ramadan über habe ich mich vorbereitet auf diesen Kampf und darauf werden wir jetzt eingehen beim Training. Es geht ins UFC-Gym am Kudamm. Du hast gestern Geburtstag. Ja. Hast es aber verheimlicht? Hab's verheimlicht, weiß keiner. Ich hab's nur durch Zufall gerade. Wir haben, meine Familie natürlich hat mich angerufen und vielleicht von meinem Freundeskreis zwei. Aber jetzt bitte einmal kommentieren alle. Keiner kommentiert. Alles Gute, Johnny. Schön kommentieren, schön Glück wünschen. Ein Geburtstag ist für mich auch ein normaler Tag. Ich habe gestern trainiert, ich habe mein Ding durchgezogen. Wer bist du denn gewonnen eigentlich? 26? 26, ja, ich bin alt geworden. Jetzt geht's auf die 30 zu. 26 ist schon schlimm. Ist schon Opa. Einmal kurz nochmal zu dem Thema. Es war schon ein Kampf angesetzt für den 13.04. Richtig. Gegen den Gegner, gegen den du schon mal eine Ansetzung hattest. Ja. Da musstest du aber absagen wegen deinem Bizeps. Weil mein Bizeps abgerissen war. Und jetzt haben wir für den 13. April einen Kampf angesetzt. Ein richtiger MMA, also kein Boxkampf, sondern MMA. Ein MMA-Kampf. Ja. Und der wurde abgesagt jetzt von meinem Gegner, da er sich kurz vor dem Kampf verletzt hat. Hat eine größere Verletzung auf jeden Fall und da kann ich verstehen. Was soll man machen? Ich kenne es ja am besten, weißt du. Ja. Schade, aber ich habe mich den ganzen Ramadan vorbereitet. Ich habe wirklich Gas gegeben. Ich habe wie ein Ochse gearbeitet. Auch während Ramadan war, warum sage ich das, weil es schwer war. Davor habe ich mich vorbereitet. War schon, ich wusste es schon ein bisschen länger. Hab Gas gegeben. Ich würde sagen, ich bin trotzdem fit, werde trotzdem weiter Gas geben. Ein Gegner ist nicht entscheidend für die ganze Zukunft. Wir haben ganz viele Möglichkeiten im Amateurbereich. Boxen kann ich kämpfen, MMA kann ich kämpfen, Grappling werde ich weitermachen, inshallah. All diese Sachen. Dieses Jahr wird inshallah ein Jahr sein, wo ich mir viel aus allen Sportarten raushole, im MMA ein paar Amateurkämpfe mache. Und so baut man sich das Ganze auf. Wer den Kanal von Anfang an verfolgt, weiß, dass Bodybuilding meine Sportart war, in der ich mich auf Wettkampfebene gemessen habe, einen Körper hatte, der ganz anders aussah als heute. Und diese Transformation zum MMA-Fighter habt ihr von Anfang an begleitet und das ist keine einfache Sache gewesen. Es gab viele Verletzungen, es gab viele Trainingseinheiten, viel Schweiß, viel Veränderung im Leben und darauf beziehe ich mich später. Ich weiß gerade gar nicht, was ich rede, weil mein Kopf einfach... Ja, du fastest immer noch natürlich. Durch die Zeitumstellung jetzt auch noch ein bisschen länger. Das heißt, du trainierst auch ohne Wasser. Ich trainiere jetzt meistens, also immer eigentlich vor Iftar. Vor. Ja. Aber es ist gut, läuft. Das Ding ist, unser ganzes Gym, 90%, die jetzt im Ramadan trainiert haben, waren Muslime auch alle. Und wir haben immer alle zusammen gefastet, zusammen trainiert. Es gibt schon auch eine andere Kraft nochmal. Wenn du weißt, jeder hier im Gym ist selber am Fasten, dann erlaubst du deiner Seele gar nicht zu sagen, oh mein Gott, das ist so schwer. Du willst besser sein als die anderen noch irgendwo, weißt du? So, heute gibt es Privattraining mit dem besten Boxcoach auf der Welt. Dankeschön. Achso, man hat dich ja noch gar nicht begrüßt in dem Video. Habe ich ganz vergessen, ja? Deswegen habe ich das jetzt. Hallo. Dein Job für dich. Wer Boxstunden braucht, meldet sich nur hier oder gar nicht. Hier oder bei? Bei Basti natürlich. Ja, okay. Basti Boxing Team. Hast du Instagram eigentlich? Ja, habe ich gerade gesagt. Was hat er gesagt? Boxing Team? Basti Boxing Team. Ach, Boxing Team. Genau. Okay, vielleicht blende ich das sogar ein. Vielleicht, ne? Vielleicht, ja. Heute, ich bin noch langsamer als sonst irgendwie. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ja. Heute machen wir ja nur eine Leichteinheit, kann man sagen. Ist ja nur Ramadan leider. Wahrscheinlich auch noch geschuldet. Aber es ist nicht Ramadan geschuldet. Ich gehe gleich darauf ein, was Ramadan für krasse Trainingseinheiten wir gemacht haben. Okay. Es ist dessen geschuldet, dass ich nicht kämpfen werde am 13. April. Das haben wir, also haben wir schon gesagt. Haben wir schon gesagt, dass das ausfällt. Also wir sind jetzt in der letzten Woche vom Ramadan und diese drei Wochen habe ich wirklich Gas gegeben. Ich habe vor diesem Grappling-Turnier Gas gegeben, ich habe nach dem Grappling-Turnier Gas gegeben. Ja, seit ein, zwei Tagen weiß ich Bescheid, dass ich nicht kämpfen werde. Und dieser Puls fährt langsam runter, so diese innerliche, was man sich aufbaut. Ja. Dieses geht runter. Хорошо. Вот, лучше.
Jetzt machen wir das ja schon 2 Jahre und seit 2 Jahren begleiten wir quasi deinen Weg vom Bodybuilder zum Kämpfer. Original seit 2 Jahren, ja. Wenn man dich auch so sieht oder wenn man, ich bin ja öfter mit dir, jetzt ist schon der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, jetzt bist du auch für dich selber, wie du dich so gibst. Ich bin ready in den Ring zu steigen, ich bin ready aufs Tatami zu steigen, ich bin ready überall raufzusteigen. Also würdest du sagen, deine Skills sind ausreichend quasi? Die werden nie ausreichend sein. So für, also egal wie gut du wirst, es wird immer einen geben, der mehr Skills hat. Was wir ja machen werden, ist so oder so, egal ob du Profi oder Amateur bist, du kriegst einen Gegner, der ungefähr dieselben Skills hat. Und dann entscheidet sich nur nach 2 Faktoren, ob du gewinnst. Und zwar, ob du härter trainiert hast, ob deine Ausdauer am Start ist, ob dein trainerisches Volumen am Start ist und du den Überrennst mit deiner Fitness. Und das ist der zweite Faktor, der noch wichtiger ist, ob dein Herz einfach stärker ist als dein Herz. Ob du mehr willst, ob du mehr kämpfen willst, ob du mehr Kämpfer bist in deinem Herzen als der andere. Und das wird dann die Kämpfer entscheiden. So, das, was man machen muss, ist die Skills immer wieder verbessern. Und das machen wir. Jetzt kann man sagen, die Skills, ich fühle mich mit meinen Skills, die sind wie sie sind. Die sind wesentlich besser als bei vielen anderen und wesentlich schlechter als bei vielen anderen. Weißt du, was ich meine? So, ja. Den Kampf wird was anderes entscheiden. Mein Gegner wird ähnliche Skills haben, ich werde ihn einfach überrennen, jedes Mal aufs. Jedes Mal. Wenn ich es schaffen werde, wenn mir Gott das schreibt, dann werde ich die überrennen. Wenn nicht, dann nicht. Und mit der Philosophie habe ich das angefangen und mit der Philosophie werde ich das zu Ende bringen. Was würdest du sagen, war in den letzten 2 Jahren so der größte Faktor oder das größte Problem außerhalb der Verletzungen beim Umstieg vom Bodybuilding zum Kämpfer? Außerhalb der Verletzungen gab es nicht so viele Probleme eigentlich. Ja? Also ich habe die Verletzungen waren dessen geschuldet, dass ich sehr, sehr hart trainiert habe und ständig im Übertraining war einfach. Egal was für Subs, egal was du machst für Regeneration, ich war extrem im Übertraining. Und mein Körper, der 138 Kilo am Anfang gewogen hat, für den war das zu viel, diese ganze Umstellung mit diesem Körper zu sprinten, zu joggen. Auch wenn ich das schon in meiner Bodybuilding-Zeit gemacht habe, ich habe das ja nicht regelmäßig gemacht, sodass ich in der Woche 5 Einheiten Kraftausdauer hatte. Und jetzt hatte ich das mit dem hohen Gewicht und das war so ein bisschen das Problem. Aber für jedes Problem gibt es immer Lösungen und die Lösung war Gewicht zu verlieren. Die Lösung war Mobility zu machen und das habe ich auch bis jetzt gemacht und das werde ich auch weitermachen. Aber Gewicht hast du ja jetzt nicht wirklich verloren, haben wir im letzten Video gesehen. Ich 120 war gestern Kilo, auf der Waage ohne Kleidung nochmal, ich wiege 112. Das, komplett ohne Kleidung. Aber du hast ja nicht 10 Kilo mehr gewogen an dem Tag, oder? Komplett ohne Kleidung. Okay, ich muss dazu sagen, am Abend, wo ich gefastet habe und trainiert habe, also schon geschwitzt und nichts getrunken habe, habe ich 112 Kilo. Ja, okay, aber das steht ja nicht. Sagen wir, ich habe 115, ich wiege 115. Okay, ja. Von 100, über 135 auf 115 sind 20 Kilo. Ja. Es wird auch sinnvoll sein, im Schwergewicht erstmal zu bleiben, weil für mich Schwergewicht deutlich einfacher ist zu kämpfen, weil ich gut mit dem Gewicht klarkomme. Es ist ein schweres Gewicht, die Jungs haben alle Power im Schwergewicht, aber ich komme gut klar mit dem Gewicht, sage ich so. Also ich sehe meine Vorteile in meiner Explosivität, wenn ich mir angucke, die anderen in meiner Gewichtsklasse. Spät haben wir es. Nach 35 Minuten. Kurz vor Essenszeit, hast du recht. Wir gehen noch schnell was einkaufen, bevor wir was essen. Genau. Wir gehen was essen bei meinem Lieblingsdöner Kebab Bros, bei meinen Brüdern. Wie ist es eigentlich mit deinen Brüdern in der letzten Zeit in 2 Jahren gewesen? Haben sie sich auf deinem Weg unterstützt? Oder? Klar hat jeder mich unterstützt, jeder wie er konnte. Jeder hat sein eigenes Leben. Früher sind wir alle zusammen trainieren gegangen, jetzt geht das nicht mehr. Jeder hat so sein Zeug zu tun. Aber und als du das erste Mal gesagt hast, du möchtest es machen, was haben die damals eigentlich gesagt? Den Jungs war sowieso schon klar, als ich Türsteher warst. War sowieso schon allen klar, dass ich das machen werde irgendwann. Ja. Ich habe noch mit Alec gestritten. Ich meinte, Bodybuilding ist mein Ding und so. Er meinte, ich gebe dir höchstens noch 1 Jahr, dann wirst du keinen Sport machen. Das war sowieso schon immer in mir drin. Aber Bodybuilding habe ich so weit auf eine Spitze getrieben, dass ich in meinem Alter noch, bevor wir uns kennengelernt haben, ich und du, da war es ja noch, da war ja der Kontrast noch krasser. Da war ich Ende meiner 10er Jahre, weißt du, 19. Das ist 1950, ich habe gar nicht daran gedacht, dass Edeka 1920 Uhr zumacht. Edeka war 22 Uhr zu, oder? 21 Uhr. Nicht, also okay, 21 Uhr. Jetzt ist fast zum Brechen.
Ja? Ja. Dann bei ihm so. Kein Mensch will diese Datteln haben. Ne? Warum? Was ist mit den Datteln? Ich mag die nicht. Dann gibt es nur diese Riesenpackung von denen. Wir werden sein, wenn wir werden sein. Ich freue mich auf diesen Moment. Das Wasser holen. Das hier ist sehr gutes Wasser aus Glasflasche und Mineralwerte sind sehr gut. Auf diese Sirups hier habt ihr übrigens auch 50% Rabatt mit dem Code Yusuf. Für rote Blutkörperchen, ne? Rote Blutkörperchen. Es gibt jetzt übrigens ein Supplement, da ist rote Betesaftpulver enthalten, Kokosnusspulver und vieles weiteres. Das pusht nachgewiesen die Ausdauer. 3 Produkte gibt es. Ist zufälligerweise von ESN? Ist zufälligerweise von ESN. Die sind gerade angekommen bei mir. Ich habe mich sehr auf diese Produkte gefreut. Ich habe die noch nicht getestet. Ich werde die testen und werde euch Bescheid sagen, wie die bei mir funktionieren. Aber ich bin mir sehr sicher, die werden gut funktionieren. Zitrone, ja. Mehr auf meine Kleidung als auf den Döner. Aber sah cool aus. Auf jeden Fall haben wir heute den Tag ein bisschen, nicht den Tag-Revue passieren lassen, sondern die letzte Zeit-Revue passieren lassen, wie dieser Werdegang bis jetzt war. Was da meine letzten Worte in diesem Video sind, bleibt an allem, was ihr plant, dran. Wie viele Leute haben irgendeine Scheiße ins Internet geschrieben und werden noch ihr Leben lang Müll ins Internet schreiben, was jemand schafft, was jemand nicht schafft und wie viele Leute im Umkreis von den Leuten, die sich Ziele setzen, gibt es, die Müll reinreden. Nehmt das nicht rein in euren Kopf, schmeißt das raus, geht euren Zielen nach und erreicht eure Ziele. Einfaches Outro. Danke nochmal ans UFC Gym. Danke ans UFC Gym, dass wir da trainiert haben und cooles Gym. Gibt es auch ein paar Regenerationsgeräte, vielleicht nächstes Mal zeigen wir euch die Regenerationsgeräte. Kann man Beine massieren lassen, dies, das, Sauna, Mauna. Danke an Basir fürs Training.